Wenn der Tag im Vogelsberg gerade erst anbricht, sind manche schon längst auf den Beinen. So wie Milchkurier Rainer Schmidt und sein Assistent. Herzlich willkommen zusammen. Ich bin sehr früh dran heute. Ich liefere Milch aus. Fast so wie in alten Zeiten. Hier im Vogelsberg ticken die Uhren halt noch ein wenig anders. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Lauterbach. Es geht also mitten rein ins herrliche Hessen. Und Sie werden sehen, die Landschaft hier ist gerade jetzt bei Sonnenaufgang einfach zauberhaft. Und dann sind wir auf der Strecke. Für die Schönheit der Landschaft hat Rainer Schmidt immer einen Blick. Er liebt die Natur, gerade zu dieser frühen Stunde. Unsere erste Station ist das mächtige Schloss Eisenbach. Auf der sogenannten Wartburg Oberhessens liefert Rainer die frische Biomilch an den dortigen Waldorf-Kindergarten. Jeden Morgen wird er bereits ungeduldig erwartet. Wir brauchen jetzt zwei große 2-Liter-Flaschen und zwei 1-Liter-Flaschen. Gut, dann. Macht Ihnen das eigentlich nichts aus, Herr Schmidt, jeden Morgen so früh aufzustehen? Nein, das ist keine Frage. Das geht wunderbar. Was mögen Sie am meisten an Ihrem Job? Ja, das ist der Kontakt mit den Kunden und dass man viele Leute kennenlernt. Kontakt auch zu den Kiddies hier. Guten Morgen. So. Dankeschön. Frische Danke. Milch. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Tschüss. 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 Und weiter Richtung Lauterbach. Die Biomolkerei Selgenhof aus Ulrichstein beliefert 2000 Kunden in Hessen. Rainer hat täglich 110 auf seiner Tour. Und ich merke, Milch ausfahren klingt zwar gemütlich und nach der guten alten Zeit, ist aber, klar, echte Arbeit. Wenig später, die Fachwerk-Altstadt Lauterbachs. Am Platz im Herzen der Stadt wartet noch eine kleine Überraschung für mich. Den Milchmann-Neuling. Hallo, hier bin ich. Dann machen wir es so. Bitte schön. Tschüss. Danke. Tschüss. So, Herr Schmidt, haben wir es geschafft für heute. Das war's für heute. Ich danke Ihnen schön. Gerne. Und ich bin jetzt munter genug, das Städtchen zu erkunden und mache mich sofort auf die Socken. Lauterbach, die Kreisstadt des Vogelsbergs, liegt am Rand des großen Vulkangebiets. Bekannt ist sie auch durch eine Figur, die sich hier an allen möglichen und unmöglichen Orten finden lässt. Den Strolch. Der sagenhafte Wandergeselle hat hier seinen Strumpf verloren, so heißt es jedenfalls in dem alten Volkslied. Auf eine moderne Variante des Strolchs setzen findige Geschäftsleute und Designer. Dieses künstlerisch anspruchsvolle Denkmal des Maskottchens wirkt auf mich eher ein bisschen trocken. Lange Zeit kam der Strolch Camembert aus der Stadt an der Lauter. Den Käse gibt's nicht mehr, wohl aber ihn. Das Riesenbaby diente früher als Werbefigur. Tja, der Strolch und das Strumpflied gehören einfach zu Lauterbach. Genauer gesagt, auf die Lauter.
toll gemacht. Lisa Maria Kreit, Thomas Kasper. Ich habe die Luft angehalten. Singenderweise über die Lauter und die Schrittsteine treffen gar nicht so einfach, Lisa. Ja, ist gar nicht so einfach. Aber hat funktioniert. Und es ist das Lauterbacher Lied. Hm? Das kann man so sagen. Das hat Tradition hier, das gehört zu der Stadt, das ist ein Teil von Lauterbach, das muss man einfach im Repertoire haben als Blaskapelle. Und das singt man schon, wenn man hier in der Wiege liegt. Das ist so, ich musste das in der Grundschule lernen, alle 134 Verse, ja. Und der, um den es geht, nämlich der Strolch, der Lauterbacher Strolch, der steht da hinten. Welche Bedeutung hat die Figur für Lauterbach? Ist schon so eine Art Patron, ist eine Identifikationsfigur. Der Bursche hat eine Geschichte mit seinem Strumpf, den er sozusagen verloren hat, weil ihn die Meisterin aus der Stadt gejagt hat. Also das ist eine Story, die kennt man von klein auf und mit der wächst man auf, die mag man, die erzählt man auch, wenn man nach draußen geht. Also identifiziert man sich als Lauterbacher, als Lauterbacherin mit dem Strolch? Würde ich schon sagen. Also viele sagen auch, wenn man sagt, man kommt aus Lauterbach, ach, da habe ich meinen Strumpf verloren. Genau. Und ja, man wird schon auch damit identifiziert. Genau, kommt sofort der Gedanke, Lauterbach, ach, das ist der Ort mit dem Strolch. Ihr kommt aus Wallenroth, ist ja auch drin in dem Namen eurer Kapelle. Großartiger Name. Wollen wir das mal? Ist ja fast ein Zungenbrecher. Das, wollen wir das mal zusammen machen? Achtung, sehr, sehr gerne. Erste Original Wallenröder Dicke Backe Kapelle. Nochmal. Erste Original Wallenröder Dicke Backe Kapelle. Bravo, das läuft ja wie Lottchen hier. Wallenroth ist ein Stadtteil von Lauterbach. Kommt ihr eigentlich alle aus Wallenroth? Ja. Lisa? Ich komme aus Wallenroth. Ja. Ja. Aus Lauterbach damit auch. Genau. Ja. Und der Rest von der Truppe kommt auch eigentlich überwiegend aus Wallenroth, aber es sind auch viele Auswärtige dabei, die kommen aus dem ganzen Vogelsberg. Ja. Ihr seid ein bunter, ein verrückter Haufen. Ja. Also diese Schussverrücktheit, die merkt man ja schon bei dem Titel, bei eurem Namen, aber auch beim Repertoire. Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Name ganz bewusst vor 16 Jahren gewählt wurde, um so ein bisschen Selbstironie zum Ausdruck zu bringen, was nicht so ganz einfach ankommt in Oberhessen. Aber es ist natürlich auch, um ganz klar zu sagen, wir wollen nicht nur die dicke Backe Musik als solche machen, sondern wir wollen eben auch das machen, was man mit der Trompete, der Tuba rausholen kann, von ABBA über Zappa bis hin zu Rolling Stones. Es geht eigentlich alles und genau das wollen wir und genau das macht uns Spaß. Wo tretet ihr auf? Och, überall. Nee, wo also ihr willkommen seid. Was war denn das Weiteste? Also Seisealm. Seisealm. Spatzen in Südtirol, ja. Bei den Kasselroter Spatzen. Ja, absoluter Kracher, ja. Ich meine, ihr habt ja durchaus schon mit viel Prominenz zusammengearbeitet auch, ne? Das kann man so sagen. Rottgau Monotones, weiß ich. Mit den Jungs von Rottgau Monotones gemeinsam musiziert auf der Bühne gestanden, mal als Vorgruppe, mal gemeinsam. Ein Kracher, wirklich geil. Mit dem Bildecker Herzbuben wart ihr auch schon unterwegs? Ja, vor allen Dingen mit dem Dicken von den beiden, mit dem Wolfgang. Das ist unser Petter, unser musikalischer. Der hat schon seit Jahren die Patenschaft über uns. Und eine Art Mentor vielleicht auch. Dann. Bringt auf Weihnachten die Tafel Schokolade mit und ansonsten ist er der musikalische Mentor, ganz genau. Lisa, ihr seid ja alles Amateure. Ja. Was machst du im Hauptberuf? Ich bin Finanzwirtin. Was bedeutet die Musik für dich? Ja, einiges. Also ich liebe Musik. Ich singe schon, seitdem ich eigentlich denken kann. Und es ist einfach ein super Ausgleich zur Arbeit. Mein Beruf ist ja ein bisschen eine trockenere Geschichte und dann was Kreatives zu machen, das ist einfach super. Was ich auch toll finde, also ihr seid Frauen und Männer und ihr seid von jung bis alt, ne? Das macht die Truppe aus. Das macht die Truppe aus von 10 bis 50, 60 in diese Richtung gehend. Und vor allen Dingen, wie du schon sagst, Männlein, Weiblein, das lebt aber auch sozusagen. Oder das ist das, wovon wir leben und auf dem flachen Land, das würde gar nicht anders funktionieren. Also die Mischung macht es, auch in Bezug auf das Repertoire. Lisa, was singst du eigentlich am liebsten? Ach, also ich singe auch mal eine Polka, aber am allerliebsten Schlager. Und Schlager hören wir ja noch von dir. Ganz außergewöhnlicher Ort gegen Ende der Sendung. Wir sehen uns. Am Graben, so heißt der malerischste Teil des alten Lauterbach. Hier lebten die Handwerker, die Färber, Leinweber und noch heute ist es das schönste Wohngebiet der Stadt. Ihren Reichtum konnten die Bewohner früher vor allem durch die Ausgestaltung der Türen zeigen. Am Marktplatz zwischen der imposanten Stadtkirche und dem Eiscafé befindet sich eine lokale Kuriosität, das sogenannte Lauterbacher Muster. Nur wer beim Durchgehen mit seinem wohlgenährten Bauch die Wand berührte, galt früher als vollwertiger Bürger. Okay, ich zähle wohl noch nicht dazu. Beim größten Fachwerkhaus Oberhessens ist das Fachwerk heute unter schützenden Schindeln verborgen. Aber hier in Rotlos, dem kleinsten Ortsteil Lauterbachs, steht die kleinste Fachwerkkirche Oberhessens.
Der Innenraum wie ein Wohnzimmer. So winzig, dass hier nicht mal alle 79 Einwohner Platz hätten. Wie in Rotlos ist die gesamte Umgebung Lauterbachs noch von Landwirtschaft geprägt. Schafhaltung hat eine lange Tradition im Vogelsberg. Eine Landschaft zum Träumen. Doch wer will, kann hier auch recht einschneidende Erlebnisse haben. Klingen mit wunderschönen Mustern. Selbst die Griffe wie kleine Kunstwerke. Handgefertigte Messer aus Lauterbach, jedes ein Einzelstück. Entstanden in unzähligen Arbeitsschritten aus einem geschichteten Stück Stahl. Er ist der Mann, der den Stahl faltet, hämmert und schmiedet. Nandka Frank. Ich soll ihm gleich helfen beim Schmieden. Na, schauen wir mal. Nandka jedenfalls verliert in der Hitze des Gefechts nie die Ruhe. Immer wieder aufs Neue erhitzt und bearbeitet er seinen Stahl am Stiel. Wie viel Grad ist da drin? Ja, also jetzt in der Feuerstelle, ja, denke ich mal, hat die so knapp über 1000. Oh Gott, möchte man ja auch nicht drin stecken. Ne? Jetzt kannst du losgehen. Ja. Genau. Ja, super. Also beim Schmieden ist es wichtig, dass man die Temperaturfenster einhält. Sowohl wo man beginnt, als auch wo man aufhört. Ja. Du merkst, es wird jetzt kirschrot, ne? Ja, was bedeutet das? Kirschrot wie eine Ampel, Stopp. Okay. Ich mach mal kurz leise. Ja. Das ist das Zeichen dafür, dass der Stahl zu kalt wird jetzt. Ja genau, das kann dann Spannungsrisse im Stahlgefüge geben. Und deswegen will der gar nicht mehr geschmiedet werden. Herr Frank, Sie haben den gefaltet vorher. Sag einfach du. Wir sind hier in der Werkstatt, wir schwitzen zusammen und verbrennen uns zusammen. Ja? Okay. Und dann sagen wir einfach knallhart du hier bei allen. Dieter? Nandka. Ja. Du hast ihn gefaltet vorhin, warum? Ja, also es ist so. Ich nehme verschiedene Stähle, die alle Spezialeigenschaften haben. Und die kombiniere ich. Und das falte ich dann ganz oft, bis ich ein paar hundert Lagen habe. Was ist das für Stahl überhaupt? Ich zeig's dir mal. Komm doch mal mit rüber. Ist ja ein besonderer Stahl, ne? Ja, jeder Stahl ist besonders, aber das hier ist einer, der ist besonders gut für Messer geeignet. Der heißt ja Damaszener Stahl. Damaszener Stahl. Mhm. Das ist eigentlich nur die Bezeichnung dafür, dass er mehrere Schichten hat. Das ist ja ein uraltes Handwerk, das Messerschmieden. Ja. Nandka, ist das ein Künstlername? Das klingt irgendwie so altgermanisch, so als hättest du es ausgedacht genau. Für die Messerschmiede. Mein Vater mochte gerne alte Namen und der hat mir den ausgesucht. Ich war sein erster Sohn und als Kind habe ich ihn gehasst, mittlerweile finde ich ihn toll. Er passt ungeheuer gut. Ne? Danke. Also uraltes Handwerk, wo hast du das gelernt überhaupt? Ich bin eigentlich gelernter Bankkaufmann. Ich habe mir das Ganze durch Spaß irgendwann so nach und nach selbst beigebracht. Wie bist du dazu gekommen? Im Garten mit einem umgebauten Grill und ein Stück Eisenbahnschiene als Amboss. So hat alles angefangen und einfach nur aus Spaß. Ich wollte es einfach ausprobieren und ein bisschen rumexperimentieren und dann bin ich dabei geblieben und es hat sich immer weiterentwickelt. Also ist es autodidaktisch irgendwie, bist du da hingekommen? Ja, anders geht's nicht. Aber du sagst, du bist Bankkaufmann gewesen, das ist ja ein ziemlicher Einschnitt gewesen in deinem Leben. Also von der Geldschmiede sozusagen zur Messerschmiede. Das lief ein paar Jahre parallel und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich habe in der Schmiede so viel zu tun, dass ich mich entscheiden muss, was ich will. Und wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, habe ich mir gedacht, das ist es wert, das mal auszuprobieren und bisher habe ich es nicht bereut. Was fasziniert dich denn so daran? Also einmal natürlich die Qualität von den Messern selbst. Ich kann selbst etwas herstellen, was ich so im Geschäft nicht kaufen kann. Ich habe Spaß daran, was zu erzeugen, was halt über das normale Maß hinausgeht und was ich ganz individuell gestalten kann. Wie lange dauert das, bis so ein Messer fertig ist? Ich denke mal so um die 10, 12, 15 Stunden für ein normales Damastmesser. Aber du kannst auch eins bei mir kaufen, wo ich ein halbes Jahr dran arbeite. Ein halbes Jahr? Ja, da aber steckt ja viel Energie drin. Das sind dann schon Sachen, das ist dann Kunstwerk, das hat dann nichts mehr mit der Funktion zu tun. Echte Hingucker. Und auch die Griffe sind was Besonderes. Sie werden aus gefärbten Edelhölzern gefertigt oder aus fossilem Mammut. Was hier wie ein Baumstamm aussieht, das ist ein Mammutstoßzahn im Rohzustand. Am schönsten aber sind die Muster der Klingen. Auch dahinter stecken Liebe und Arbeit. Nanka, was ist das denn für eine bläuliche Flüssigkeit hier? Wenn das Messer dann fertig geschliffen ist, ja. Dann nimmt man das im Prinzip und hängt es
einfach in die Säure rein. Das ist ein Säurebad? Ja, genau. Und was passiert darin? Hier werden jetzt verschiedene Stähle unterschiedlich geätzt, weil die unterschiedlich angegriffen werden von der Säure. Und der eine wird zum Beispiel schwarz und der andere, der wehrt sich gegen die Säure und bleibt silber. Und dadurch kommt dann dieses tolle Muster zustande. Ja, du, die sind wirklich wunderschön, ja. Auch bei den Schwertern. Ihr macht ja auch Schwerter hier in der ja. Messerschmiede. Ne? Das sind ja wunderschöne Muster. Also das ist jetzt zum Beispiel eine japanische Schwertform. Mhm. Du siehst jetzt hier zum Beispiel in dem Damast. Ne? Das sind jetzt ganz feine Lagen, die in den großen verpackt sind. Also da kann man sehr schön spielen und verschiedene Sachen machen. Aber da ist das Muster kein Zufallsprodukt. Da will man das auch so. So ein Schwert muss auch man schön sein. Man kann das ganz genau steuern, mhm. Genau. Manche wollen die scharfen Schönheiten selbst erstellen und buchen Kurse bei Nanka. Ein spannendes, aber nicht ganz billiges Erlebnis. So ein Damastmesserkurs kann schon mal mehrere hundert Euro kosten. Das Angebot läuft gut. Der frühere Banker hat eben ein geschicktes Händchen fürs Geschäft bewahrt. Dafür hat man dann aber auch was Eigenes. Was ist denn das Besondere, wenn ich jetzt so ein Messer habe hier? Es gibt ja ungeheuer viele Messer, auch sehr günstige. Sie werden natürlich richtig scharf und halten diese Schärfe richtig schön lange. Sie halten die Schärfe lange. Das heißt, ich habe ein Messer fürs Leben. Das bleibt nicht ein Leben lang scharf. Das muss schon hin und wieder mal nachgeschärft werden. Ja. Aber diese richtig hohe Rasierschärfe, die bleibt viel länger vorhanden als beim anderen Messer. Und im Endeffekt willst du ja auch Spaß mit haben. In eine ganz andere Welt, der des Hochadels. Lauterbach hat drei Schlösser und überall Spuren der Familie Riedesel. Ihr früheres Stadtpalais ist heute Museum. Das Wappen der Riedesel wacht überm Eingang der Lauterbacher Burg. Sie ist noch heute im Besitz der Familie und Hen Wolfram Riedesel Freiherr zu Eisenbach führt uns hinein ins Gebäude, das im Inneren wie eine Ritterburg wirkt. Die Riedesel herrschten im Raum Lauterbach bis zum Jahr 1806 und waren nur dem Kaiser unterstellt. Ein eigenständiges Staatswesen, wenn auch kein reiches. Wie bedeutend die Familie ist, zeigt eindrucksvoll ihr Stammbaum. Schloss Eisenbach, der Stammsitz der Familie. Bis heute noch privat bewohnt und daher nur von außen zu besichtigen. Aber das ist absolut lohnenswert. Doch Hochadel ist eben nur eine Seite hier in Lauterbach. Die andere Seite hört sich so an. Nach Arbeit. Und sie riecht nach Diesel. So startet sich ein Lanz Bulldog aus dem Jahr 1946 mit Lötlampe und Glühnase. Bulldogs, so nennt man hier in Oberhessen die Traktoren. Und was ein echter Bulldog-Freund ist, das werde ich gleich erfahren. Eine wahre Armada von Traktoren, hier in den Wiesen oberhalb des Stadtteils Reuters. Die Bulldog-Freunde Reuters haben sich und ihre alten Landmaschinen so richtig in Schwung gebracht. Ich fahre mit bei Karl-Heinz Völsing, dem Chef der Truppe, und kann mich der Mischung aus Motorenkrach, Wind und holprigem Fahrspaß nicht entziehen. Die Bulldog-Freunde lieben ihre alten Schätzchen. Und was hier aufgereiht ist, macht ordentlich was her. Ach, das war herrlich. So laut es ist, es hat was Beruhigendes. Herr Völsing, mit was für einem Bulldog waren wir da jetzt unterwegs? Das erste Mal, ich bin der Karl-Heinz.
uns unter den Bulldog-Freunden gilt überall das Du. Gerne. Ja. Ich heiße Dieter, mir wird hier im Pogelsberg überall das Du angeboten. Ja. Vorhin auch schon. Schön. Karl-Heinz, was ist das für ein Bulldog? Das ist ein Baut-MBM-Motor mit 18 PS. Wie alt? Der ist Baujahr 57. Wo hast du den her? Den habe ich zum Geburtstag mal geschenkt gekriegt von meinen beiden Töchtern und von meiner Frau. Großzügiges Geschenk. Ja, die hatten mir sogar ein Schlippchen drum gebunden. Und der Mäuerfried stand dann im Hof. Und wo kriegt man sowas? Das war ein Scheunenfund praktisch hier aus dem Ort von unserem ältesten Mitbürger, der 102 geworden ist. Du hältst ihn jetzt in Ehren. Aber sicher. Ihr sammelt ja nicht nur alte Bulldogs, sondern auch die Maschinen, die hinten dran hängen. Das ist eine alte Dreschmaschine. Ja. Wie alt ist sie? Die ist über 100 Jahre alt, die stammt aus dem Spessart. Die haben wir über 100 Jahre alt? Ja, und die haben wir im Sinntal geholt. Und da waren wir ganz stolz, wie wir das Gerät zu Hause hatten. Funktioniert die noch? Ja, die funktioniert noch. Oh, da steckt viel Arbeit drin. 100 Jahre alt, da geht was kaputt. Wer kann das reparieren? Das machen wir alles selber. Was der eine nicht weiß, weiß der andere. Oder kam der eine besorgen oder der andere. Also irgendjemand hat immer einen Ersatz. Ja, wenn nicht, wird es angefertigt. Da ist natürlich auch wichtig, dass auch junge Leute bei den Bulldog-Freunden mitmachen. Ja. Da steht auch ein Junger. Ja. Das habe ich ja gerade gehört. Hier, sag mal du. Ich bin der Dieter. Grüß dich, ich bin der Markus. Markus, was ist das für ein Bulldog? Das ist ein Gültner, Baujahr 1958. Der ist dann ein bisschen älter als du. Ja, so schlappe 10 Jahre. Ja. Wie bist denn du zu den Bulldogs gekommen? Wie ist deine Liebe dazu entstanden? Ja, das fing schon ziemlich früh an. Als Kind sind wir als Stadtkinder ja immer mit den Eltern aufs Land gefahren. Und da konnte ich als Kind dann schon mal mitfahren auf dem Bulldog. Und ja, wenn man dann groß ist, kann man sich den Traum mal erfüllen. Karl-Heinz, du hast auch als kleiner Junge schon auf dem Bulldog gesessen. Ja. Aber nicht, weil die Eltern mit dir im Urlaub waren. Nein. Wir hatten einen Bauernhof und da mussten alle mitarbeiten und die Leute waren knapp. Und wir haben als erstes einen 15er Deutz bekommen nach der Pferde. Das war eine riesen Errungenschaft. Und dann mussten wir auch ja am Feld helfen, und dann, weil wir zu klein waren noch, wir Kerle. Mhm. Erstes Schuljahr und so oder vielleicht noch früher. Und da haben wir mit 2 Mann Traktor gefahren. Einer, der musste unten sitzen und die Kupplung drehen. Und ich habe oben auf dem Sitz gesessen und habe dann geschaltet und gelenkt. Und da haben wir das auch hingekriegt. Und diese Faszination, damals war es schon Faszination oder Arbeit? Nee, ich habe schon immer geliebt, was brummt. Ich bin ja auch als Kind schon auf dem Traktor unterwegs gewesen. Meinen Eltern Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Das wäre ja jetzt, Karl-Heinz, wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit für mich, es auch mal wieder zu versuchen. Ja, sicher, gern. Die Sonne scheint, können wir gleich loslegen. Welchen kann ich nehmen? Ja. Dann fährt man einen Porsche. Ein Porsche? Ja. Bin ich noch nie gefahren. Ja, da sitzt die Marina drauf. Marina? Ja, und die würde das gerne mal zeigen. Nehme ich in Anspruch. Marina, Dieter, hallo. Hallo. Auch eine Traktorfreundin, eine Bulldog-Freundin. Ja, und du möchtest mal Porsche fahren? Gerne. Freue ich mich. So, nimmst du hier den Startknopf, ziehst ihn ein wenig, bis der Glühvorgang zu sehen ist, es leuchtet. Ja, es fängt an. Ja, dann ziehst du bitte weiter und startest. Okay. Ein bisschen Gas geben und die Kupplung langsam kommen lassen. Ja. Achtung! Perfekt. Gut. Genau. Jetzt fahren wir da rum. Schon gut, ich ahne, die Bulldog-Freunde würden mich jetzt nicht sofort auf größeren Strecken mitfahren lassen. Tank raus. Tank raus. Perfekt. Jetzt bin ich einmal im Leben Porsche gefahren, Marina, und gleich so einen schönen. Dankeschön. Ich komme ja noch mal wieder. Wir erwarten ja noch ganz viele Gäste hier. Die dicke Backkapelle, die kommt auch noch zu uns für eine richtig tolle Party hier heute Abend. Ich freue mich drauf. Bis später, Marina. Tschüss. Knorrige Eichen, ein geheimnisvoller Ort unterhalb des Hainichturms, von dem aus der Blick weit, sogar bis in die Rhön reicht. Die Gegend um Lauterbach herum hat für Naturfreunde und Radfahrer viel zu bieten. Hier führt der Vulkanradweg vorbei, 94 Kilometer lang durch eine zauberhafte Wiesenlandschaft.
Nicht zu anstrengend und daher für alle Fitnessstufen gut geeignet. An manchen Stellen kann man heute noch erkennen, dass der Vogelsberg vulkanischen Ursprungs ist. Und immer wieder wunderschöne kleine Bäche. Doch nicht alles, was hier fließt, ist natürlichen Ursprungs. Dieser Wasserfall an der Lauter strömt nur dann, wenn sein Herr und Meister es so will. Denn wenn Hans-Theodor Wegener Strom braucht, drückt er aufs Knöpfchen. Das Wasser wird umgeleitet und liefert über eine Turbine den Antrieb für die Fabrik unterhalb. Dann gehen in Deutschlands ältester Hutfabrik die Lichter an und die Arbeit kann beginnen. Obwohl, nach Arbeit sieht es hier fast gar nicht aus. Kaum zu glauben, dass in dieser alten Halle mit den historischen Maschinen Hüte für die ganze Welt entstehen. Vor allem Zylinder. Die Manufaktur Wegener ist der letzte Zylinderhersteller weltweit. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal ein bisschen was. Mhm. Das sind die Maschinen, die dazu da sind, dass die Zylinder in eine vernünftige Form kommen. Wie alt sind die denn? Die sind etwa 70 Jahre. Gehen die nie kaputt? Hoffentlich nicht. Nee, bisher haben sie alle gut durchgehalten. Mhm. Jetzt habe ich hier den Stumpen. Den brauche ich und muss ihn sehr, sehr feucht machen. Das machen wir mit Dampf. Dann durch den Dampf wird dieser Filz wird sehr weich. Hier sind mir Ihre Brille. Die dürfen Sie netterweise mal tragen. Was sind denn das für besondere Holzformen? Diese Holzformen sind hier vor etwa 40, 50 Jahren gemacht worden. Wir hatten eine eigene Schreinerei. Und diese ganzen Holzformen, die hier im Betrieb existieren, sind damals hier gemacht worden. Also auch original Lauterbacher Produkte. Richtig. So, und dann sieht man, dass alle Formen rauskommen. Und dann sehen wir, dass auch hier die erste Form zustande gekommen ist. Damit der Zylinder seinen festen Rand bekommt, braucht es diese einmalige alte Maschine. Die hat 1887 mein Urgroßvater schon hier aufgebaut. So was sieht man nicht mehr allzu oft, solche Maschinen. Nee, die gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr. Wir sind ja die Einzigen, die diese Zylinder noch herstellen. Jetzt wird dieser Rand auch wieder warm gemacht. Ganz wie früher entsteht so ein Zylinder. Mit echter Handarbeit und der Kraft von Stahl und Eisen. Formen raus. Formen raus. Ist genauso wie bei den Köpfen, immer zweiteilig. Und jetzt hat der Zylinder seinen Rand fürs ganze Leben. 3000 Stück stellt Wegener so pro Jahr her. Und hier sehen wir jetzt einen fertigen Zylinder. Herr Wegener, wer trägt denn heute noch Zylinder? Für wen produzieren die? Also sehr viel geht natürlich nach England. Das zum Beispiel ist ein Fahrzylinder für Kutschfahrer. Der ist etwas niedriger als der normale Ascot-Zylinder. Das sind Ascot-Zylinder? Ja. Die richtig prominenten Zylinder, genau. Die man in Ascot sieht beim Pferderennen? Genau. Und diese Ascot-Zylinder, die kommen aus Lauterbach und nicht irgendwo aus Großbritannien? In Großbritannien gibt es keinen Zylinderhersteller. Das ist ja Ihre große Spezialität, die Zylinder, ne? Ja, eine von vielen Spezialitäten. Wir machen ja eigentlich alles, was auf dem Kopf ist. Alles, was oberhalb der Nase ist, können Sie bei uns kaufen. Was sind denn das für Hüte hier? Das sind Hüte, die finden Sie im Kellerwald wieder. Das sind die Ranger-Hüte für die Ranger, die den Kellerwald schützen. Die zu den Uniformen der Ranger dort gehören. Kennt man. Kommen auch von Ihnen? Ja. Also die nennen das Zitronen aus Quetscher oder so. Also weil es hier diese Form hat, wenn man die Zitronen Und die machen wir auch für die deutschen Pfadfinder.
Das sind Hüte, die ich ja nun nicht in Hessen verorten würde, sondern in irgendwo in Texas oder so. Ja. Und Sie sollen ja auch die Hüte gemacht haben für Dallas. Ja. Sind die das? Ja, das sind die. Besonders der Linke. Die Fernsehsendung war ja in den 80er Jahren. Genau. Und damals war der Freund meines Vaters, der eine Hutfabrik in den USA hatte, völlig überfordert. Und deshalb ist er dann auf uns zugekommen und sagte, hilf mal. Das ist ja alles. Mhm. Der war zum Beispiel auch dabei. Mein Name ist J.R. Ewing. Ja. Jetzt haben Sie den Hut aufgesetzt. Ich bin ja eigentlich der Meinung, ich habe gar kein Hutgesicht, Herr Wegener. Das gibt's nicht. Das ist immer nur Einbildung. Das ist immer nur Einbildung. Und wenn jemand sowas sagt, dann hat er nicht die richtige Beratung gehabt. Was würden Sie mir denn empfehlen? Ja. Was suchen Sie mir jetzt aus, Herr Wegener? Einen anständigen Strohhut. Da sehen Sie aus wie Humphrey Bogart in seinen besten Zeiten. Moment. So? Nein, so auf keinen Fall. Warum nicht? In dem Moment, sofern Sie die Haare noch hier sehen. Ich meine, sehen Sie aus, als ob Sie ein bisschen gerade aus der Kneipe kämen. Setzen Sie mal Ihren Hut auf, bitte. Ich mache das genauso, denn wenn ich es auch nach hinten sitze, das geht nicht. Mhm. Steht Ihnen aber gut. Nach hinten? Nein. So, überhaupt, ja. Der Hut, so, ja. Überhaupt. Genau. Steht Ihnen gut, ja. Ein bisschen, so, ja. Traditionsunternehmen auch heute immer noch oben auf, auch in Sachen Energien. Ja, wir machen mit unserer Wasserturbine den gesamten Strom, den wir brauchen. Wir haben seit 1885 unseren eigenen Strom. Wir haben noch nie einen KW Strom bezahlt. Wirklich praktisch. Und wenn Herr Wegener die Turbine runterfährt, dann rauscht der Wasserfall der Lauter wieder so eindrucksvoll wie vorher. Modern und alt sind in Lauterbach eng miteinander verwoben, auch in der Altstadt. Hier finden sich Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung, die irgendwann mit den Wohnhäusern eins wurden. Am Fuße des alten Ankerturms, eine der urigsten Gaststätten der Stadt, die natürlich am Ankerturm heißt. Früher war hier auch ein Treffpunkt für sogenannte Harfenmädchen. Junge Frauen, die Schlager und Volkslieder auf der Harfe spielten, im Wirtshaus. Heute lebt die Tradition des Harfespielens in Lauterbach wieder auf. In der Stadt gibt es jedes Jahr mehrere Harfentreffen und Konzerte. Sabine Stutz ist eine der bekanntesten Harfenistinnen in Lauterbach. Und nun wird's etwas deftiger. Tja, seltsame Kopfbedeckungen. Ich habe eine tragende Rolle bei einer merkwürdigen, aber zünftigen Gaudi im Ortsteil Rimlos. Zumindest hat man mir das versprochen. Sagen Sie mal, Frau Schmelz, eine richtige Volksfeststimmung hier. Ja. Tag zusammen! Hallo! Was passiert hier jetzt? Wir feiern heute unser Backhausfest und da werden wir Backdruck fahren. Also die wir gerade hierher hingeschleppt haben? Genau, mit diesen Backdrücken wird jetzt gefahren. Das haben früher die Kinder schon gemacht in den Sommermonaten. Und sind mit dem Backdruck, der dann nicht zum Backen gebraucht wurde, auf dem Brennerwasser Backdruck gefahren. Und das werden wir jetzt auch tun. Große Gaudi. Riesengaudi. Frau Schmelz, wer hat diesen alten Kinderbrauch wieder aufgenommen und daraus diese Tradition gemacht? Der Backhausverein natürlich aus Rimlos. Die Rimloser sind ungefähr 300 Leute. Jeder Dritte ist fast hier im Backhausverein. Und die hatten die Idee und dann ist das jedes Jahr, letztes Wochenende im Juni, unser Highlight vom Backhausfest. Ist das an dieser Stelle immer so? Ja, wie ein See sieht es hier fast aus. Das ist ja eigentlich ein Bach.
Das ist eigentlich ein ganz normaler Bach, ja, richtig, wie man den so kennt. Das THW kommt bei uns jedes Jahr und macht das für uns immer 3 Tage vor dem Backhausfest. Staut den Bach? Staut den Bach, dauert auch immer mehrere Stunden. Wie tief ist denn das Wasser? Ja, so Brusthöhe hat das schon. Auf die Plätze! Ja. Ich glaube, das Rennen geht los. Ne? Es geht los. Los! So, wo geht's denn los? Dann geht's hier los, dann gehen wir auf die andere Seite, dann können wir das bestens sehen. Die fahren unter der Brücke durch. Kniend? Kniend, ja, weil der Schwerpunkt sonst zu hoch wird. Die beiden Jungs legen sich ja ordentlich ins Zeug. Das Ziel immer vor Augen. Bis oben zu der Glocke, dort müssen sie dann wenden, die zwei. Da hängt eine Glocke. Da hängt eine Glocke. Unter der anderen Brücke. Richtig. Okay. Wir werden jetzt gleich mal sehen, was passiert. Weil der vordere ist schon unser. Ja, also, das ist schon unser Favorit. Gilt schon? Jedes Jahr will der einen neuen Rekord schaffen. Die Helden des Backtrogs geben alles. Und dank begeisterter Anfeuerung sind sie tatsächlich schon auf der Zielgeraden. Das ist die Finalphase jetzt Jawohl, hier. Jawohl, jetzt müssen sie aufstehen, die zwei, und wieder die Glocke treffen. Und? Das ist. Oh, aber das ist, das ist eine gefährliche Stelle. Da kann man reinfallen. Ja, da ist es exakt gefährlich. Jeder, der will, darf mitmachen. Und mal ehrlich, das sehen die Zuschauer garantiert am liebsten. Wie kalt ist denn das Wasser eigentlich? Also, es ist ja schließlich ein fließendes Gewässer. Es kommt oben aus dem Vogelsberg. Und von daher sind es bestimmt nur 10 Grad wirklich, die das Wasser hat. Auch Frauen kämpfen mit. Da wird sich nichts geschenkt. Aber was macht Favoritin Carmen? Jetzt kommt Carmen. Aber jetzt kommt Carmen. Nicht reinfallen, bitte. Oh, oh ja. Super. Hat doch nicht ganz gereicht. Die Carmen weiß jetzt, wie kalt es wirklich ist. Ja, ja. Frau Schmelz, und ich habe aber gehört, Sie haben noch nie mitgemacht. Ich bin auch nicht gefahren. Das wäre aber Zeit mal für eine Premiere für Sie. Ne? Meinen Sie? Mhm. Dann müssen Sie aber mit mir fahren. Tja, das habe ich befürchtet. Während Monika Schmelz von Anfang an Bella Figura macht, bin ich froh, nicht schon jetzt beim Einsteigen reinzuplumpsen. So, das wäre schon mal der erste Schritt. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Auf die Plätze, fertig, los! Geschickt schlüpft Monika unter der Brücke durch. Schon lege ich hinten. Sie hatten einen Vorteil, sie waren viel kleiner. Ach, es ist ein ungleicher Kampf. Frau Schmelz, warten Sie auf mich. Ja, wenn ich bei der Glocke bin. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Nein, soll ich warten, mich an? Nein, das brauchen Sie nicht. Gut, dann geht's los. Aber mach mein Boot voll. Ja. Ich kann ihr einfach nicht das Wasser reichen. Und dann noch der Heimvorteil. Gibt's hier auch jemand, der mich anfeuert? Frau Schmitz! Monika ist mit allen Wassern gewaschen und siegt verdient. Aber ich muss es trotzdem probieren. Ehrensache. Und geteilte Freude ist doppelte Freude, oder? Wer einmal reingefallen ist, gehört zum Dorf dazu und darf, wie könnte es hier auch anders sein, alle duzen. Wenn nämlich einmal in dieses Wasser gefallen ist, dachte ich immer so. Herzlichen Glückwunsch, wir haben gewonnen, du hast gewonnen, Monika. Es gibt Taxenessen, aber ich muss mich erstmal trockenlegen. Der alte Steinofen im Backhaus spuckt Haxen aus.
Und auf mich wartet die nächste Feier im benachbarten Ortsteil. Ohne Haxen, aber mit Musik. Monika ist natürlich bester Dinge, aber warte nur, Monika, bis zur Revanche im nächsten Jahr. Auf der Wiese in Reuters sind Bulldog-Freunde und Wallenröder Blaskapelle bereit für ein rauschendes Finale in der blauen Stunde. Hallo! Na, da haben die Bulldog-Freunde aber ordentlich Verstärkung bekommen. Ne? Hallo, grüß euch. Karl-Heinz, Markus, hallo. Dankeschön. Karl-Heinz, ist aber nicht eure erste Begegnung mit der ersten Original-Wallenröder Dickebacke-Kapelle, oder? Die Wallenröder Dickebacke-Kapelle hat ihren ersten Auftritt bei unserem Mehrfest 1999 gehabt. Also schönes Wiedersehen jetzt. Ja, seit der Zeit sind wir auch gute Freunde. Ja. Wir jetzt auch. Ich wir auch. Und Prost. Strand bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Von meinem Traktor kam da ein Junge her und er sagte: Ich bedaure dich sehr, doch ich lachte und sprach: Ich brauche keine weichen Daumen. Mein Land im Kornfeld, das ist mir noch frei. Ein Bett im Kornfeld, urig und romantisch, wie der ganze Vogelsberg. Das war's aus Lauterbach. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Und ich genieße jetzt noch etwas den schönen Abend, die schöne Stimmung. Tschüss. Ich hab dir noch viel zu